Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben schon in der letzten Sitzungswoche über die Frage von Cum-Ex gesprochen. Deswegen stellt sich die Frage, warum ist das jetzt noch mal notwendig? Und der entscheidende Punkt ist, dass die Hinweise, die wir von Journalisten bekommen, über einen neuen möglichen Trick uns zeigen, dass die Probleme, die zu dem großen Steuerskandal Cum-Ex geführt haben, womöglich heute noch nicht überwunden sind, sodass wir jederzeit damit rechnen können, dass wieder Betrügerinnen und Betrüger am Finanzmarkt durchkommen mit ihren Tricks zum Schaden von uns allen. Und das muss man verhindern. Es gab sogar einzelne Fragen. Und was wir jetzt beobachten, ist, dass auf die konkrete Anfrage der Journalisten das Bundesfinanzministerium relativ zügig mit einer Veränderung des Verfahrens reagiert hat, Anweisungen an die Steuerbehörden an dieser Stelle schnell agiert, richtig so. Aber zugrunde liegt immer, wenn man sich die Prozesse mal genauer anschaut, die Frage, warum eigentlich nicht schon früher? Denn eigentlich ist die Informationskette in einer ordentlichen Verwaltung nicht, dass man über Journalistenanfragen auf große Probleme stößt, sondern das müsste eigentlich aus den nachgeordneten Behörden kommen, aus dem Haus selber. Es kann nicht dem Zufall überlassen sein, dass eine solche Information die Hausspitze erreicht. Denn das hat der Untersuchungsausschuss genau gezeigt. Die mangelnde Zusammenarbeit zwischen den Finanzmarktzuständigen, also insbesondere Finanzaufsicht, und den Steuerbehörden hat dazu geführt, dass die Finanzaufsicht gesagt hat, da sind wir nicht zuständig, da geht es um Steuern, und dass die Steuerleute letztlich bei diesen Finanzmarkttricks nicht wussten, was da wirklich passiert. Und deswegen ist so wichtig, dass da zusammengearbeitet wird. Und jetzt schauen wir uns diese neuen Ergebnisse auf diese Frage hin an und stellen fest, das Bundeszentralamt für Steuern hat, so die Auskunft, die wir bekommen haben, schon seit 2015 mit dieser Sache mal sich grob beschäftigt. Und wir stellen fest, die Finanzaufsichtsbehörde BaFin hat in ihrer Eigenschaft als mitwirkend in der neuen europäischen Aufsichtsstruktur schon seit einer ganzen Zeit, spätestens dann im Juli diesen Jahres, genaue Hinweise gehabt, dass die Deutsche Bank und andere Banken mit den amerikanischen Aufsichtsbehörden in Konflikt waren. Aber diese Informationen sind wieder nicht zusammengeführt worden, sondern erst haben sie eine Reaktion ausgelöst, als die Journalisten kamen. Und da ist genau der Fehler. Das heißt, das Strukturproblem im Bundesministerium der Finanzen ist seit der Beendigung des Cum-Ex-Tricks nicht überwunden worden. Und wir müssen damit rechnen, dass so etwas jederzeit wieder passieren kann. Und da müssen Sie jetzt ran und da müssen wir jetzt ran. Das Europäische Parlament hat uns gerade gezeigt, dass Parlamente durchaus auch schnell mal reagieren können bei solchen Sachen. Es hat beschlossen, dass die europäischen Finanzaufsichtsbehörden jetzt eine Sektoruntersuchung machen, um herauszufinden, was ist da eigentlich los in Sachen Finanzbetrug. So, und meine Bitte ist, dass der Deutsche Bundestag sich in genau derselben Tatkraft jetzt mal der Finanzkriminalität widmet und dafür sorgt, dass auch unsere Aufsichtsbehörden endlich so fit sind, dass sie solche Betrügereien aufdecken. Und ich finde, da haben wir doch ein gemeinsames Interesse. Da kann es doch nicht sein, und ich habe ja auch konzidiert, dass da das Bundesfinanzministerium an einer Stelle auch jetzt schnell reagiert hat. Und ich will auch konzidieren, dass der neue Bundesfinanzminister, der noch kein Jahr im Amt ist, nicht alle Versäumnisse aus der Schäuble-Zeit zu verantworten hat. So, aber dann lassen Sie uns doch jetzt mal zusammenarbeiten. Und da ist es nicht gerade vertrauensbildend, wenn dann die Antworten auf die von mir gestellten Fragen gestern im Ausschuss zugesagt werden und dann aber nur an die Koalitionsfraktionen geschickt werden. Lassen Sie uns da bitte mal sauber arbeiten. So ist es aber. Das Entscheidende, was zu tun ist, ist, dass die Finanzaufsicht jetzt die klare Anweisung vom Bundesministerium der Finanzen erhält, dass Steuerfragen, soweit sie Finanzkriminalität sind, am Finanzmarkt stattfinden, auch etwas ist, wo die Finanzaufsichtsbehörde zuständig ist. Kann doch nicht sein, dass die sagen, Kriminalität ist uns wurscht, wenn es um Steuern geht. Die müssen für einen sauberen Finanzmarkt sorgen. Dafür ist die Finanzaufsicht da. Und wir müssen dafür sorgen, dass das, was in Sachen Steuern passiert, wo Auszahlungen stattfinden, Erstattungen, dass das systematisch analysiert wird darauf,
dass wir Fehlentwicklungen erkennen können. Und da muss man dann auch, und das ist der dritte Punkt, mal sinnvoll mit den Finanzmarktakteuren zusammenarbeiten. Ein Steuerspezialist kennt sich nicht unbedingt mit American Depository Receipts aus. Das ist doch normal. Aber wenn man das so organisiert, wie es sein müsste in der modernen Verwaltung, dann würde man die Leute in der Taskforce zusammenbringen, damit der Staat endlich auf Augenhöhe mit den Kriminellen ist. Das ist unsere Aufgabe. Und es gibt eine europäische Dimension. Es gibt eine europäische Dimension. Die mangelnde Zusammenarbeit Europas hat es den Betrügern leicht gemacht. Und deswegen müssen wir stärker europäisch zusammenarbeiten. Europäische Finanzpolizei wäre das, was wir vorschlagen. Also wirklich Finanzkriminalität endlich so bekämpfen, wie wir es an anderer Stelle mit Kriminalität auch machen. Der frühere Abteilungsleiter Steuern hat das organisierte Kriminalität genannt bei Cum-Ex. Na, dann lassen Sie uns endlich auch so auf diese Kriminalität reagieren, wie es notwendig ist, und nicht so tun, als seien das Kinkerlitzchen. Es ist viel Geld für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler verloren gegangen. Dankeschön. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Sebastian Rehm für die Fraktion der CDU-CSU.